Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, wir sind hier mit Rebecca Chambers unterwegs in einem Zug in den Vororten von Raccoon City. Hatten beim letzten Mal schon unsere ersten Begegnungen mit Zombies und Hunden. Und ja, das war schon sehr spannend. Und die Leiche ist von Bissspuren übersät. Das ist unser Kollege Edward und genau, wir müssen hier weiter erforschen, was hier passiert ist. Wir spielen zeitlich vor dem ersten Teil. Und wir haben in der letzten Folge ein Item bekommen. Und zwar ist das hier dieser Zugschlüssel. Genau. Auf dem Schild steht etwas geschrieben. Ja, was steht da? Auf dem Schild steht Speisewagen. Okay. Das heißt, wir können jetzt zurück in den Speisewagen. Ich glaube, ja, genau. Wir müssen jetzt einmal komplett zurück. Da müssen wir hin, glaube ich. Oh, das ist cool, dass man die Karte so reinzoomen kann. Und ja, also hier geht schon die Post ab. Falsche Richtung. Hier geht schon die Post ab, liebe Leute. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, gehen wir einfach mal wieder zurück. So, der Eclipse Express oder wie der heißt. Sehr interessant. Mein Gott. Genau, und wir haben. Oh. Zombies! Ja. Dann. Drei Schuss brauchen die. Okay. Der steht wieder auf da. Der kann wieder sitzen. Der kann liegen bleiben. Da kommt schon der nächste angestopft hier. Ach, das ist so klassisch, Freunde. Auch die Sounds hier. Richtig cool. So, Reload ist nachladen, ne? Genau. Okay, dann können wir das selber antriggern. Das ist gut. Geh mal langsamer hier. Sonst ist nichts mehr. Okay, alle. Oh, ich dachte schon, das Spiel hätte sich aufgehangen. Gut. Dann haben wir die Zombies platt gemacht. Wie viel Muni haben wir noch? 41 Schuss. Ach, und wir können ja noch hier oben hin. Ja, dann gehen wir nach da oben. Klassische Ladesequenz auch bei der Treppe. Finde ich gut. Ah. Ih, was ist das denn? Sie sehen aus wie. Oh Gott. Wie Eier und sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Ja, ihr seid mir welche. Und die bewegen sich. Ekelhaft. So. Ein antik aussehendes Telefon. Das Kabel wurde durchschnitten. Es ist nutzlos. Aber da liegt ein Kraut. Danke. Oh Mann. So, gibt's hier sonst irgendwas? Oh Gott, was sind das für ekelhafte Teile? Da können wir auch nicht weiter, denke ich. Oh, sie sehen aus wie Eier. Ja, super. Ich kann mir denken, dass die dann zum Leben erwachen. Okay. Das heißt, wir können hier aber nichts machen. Okay, da wieder runter mit uns. Wir haben auf jeden Fall eine Heilung gefunden. Das finde ich gut. Und dann können wir hier rein. Ah nee, hier waren wir ja schon, stimmt. Dann im nächsten Bereich. Oh, noch eine Cutscene. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Ah ja, okay, also der Typ, den wir hier suchen, ja, der Billy Cole, der soll angeblich 23 Menschen erschossen haben, mein Gott. Und ja, ein sehr, sehr, sehr. Ah, wo kommt der denn her? Erschreck mich doch nicht so, Kollege. Ein sehr, sehr furchteinflößender Kollege.
Und ich bin mir gespannt, was es mit dem noch auf sich hat. Könnte das eventuell unser Partner werden? Wir sind noch grün, sehr gut. Wenn das unser Partner wird, dann fresse ich Besen. Immer teilig Gepäck verstreut, ja, okay. Wir können ja hier rein. Genau. Sie haben eine Speisewagenschlüssel verwendet. Haha, ganz klassisch. Den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Wegwerfen, jawohl, weg damit. Und hier, zack, rein da. Das macht einen Riesenspaß, mir das Spiel, muss ich sagen. Also richtig gut. So, der Speisewagen. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Okay. Der Typ ist cool. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber ich finde den cool irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, hier ist verschlossen. Ja, der Typ ist interessant. Sieht das für eine automatische Tür? Sie lässt sich nicht öffnen, weil es keinen Strom gibt. Ah ja, okay. Ja, Billy. Hi. Wollte ich nicht. Ich wollte hier drauf. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ach, das ist so klassisch. Die Videosequenzen wiederholen sich auch. Wie cool. So, dann haben wir hier was. Hinweis für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des fünften Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Ja, das ist er. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter auf der Rückseite der zweiten Etage des Speisewagens benutzen. Umbrella Corporation Wartungsabteilung. Der fünfte Wagen. 1, 2, 3, 4. Wir haben nur 4. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Mal gucken, was es hier gibt. Und ja, liebe Leute, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil Zero. Wie es jetzt hier weitergeht. Auf der Theke liegen lauter Zettel mit Bestellungen. Wurde nicht vernünftig gearbeitet. Die ist aber zu da oben vorne, die Tür. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ganz klassisch, ey. Ich finde das so gut. Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Was ist hier? Feuer? Auf jeden Fall eine Cutscene, okay. Oh, guck mal, da sitzt noch einer. Excuse me, sir. Sir. Okay, was ist? Wow. Was ein krasser Zombie. ich hoffe, den kriegen wir kaputt. Freunde. Ich hoffe, den kriegen wir so kaputt, ey. Wow, er hat lange Arme. Okay. Okay, schieß weiter. Treffe ich den überhaupt? Aua. Ach Mann. Treffe ich den überhaupt? Okay, wir sind schon auf Gelb. Das heißt, Kraut nehmen. Und hier kombiniere damit und lauf einfach weiter. Und es kann doch nicht sein, dass der so viel aushält. Können wir den überhaupt kaputt machen? Ah, oh, danke. Danke. Boah, ist das eklig.
Boah, ist das widerlich, ey. Oh, nicht schon wieder. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Danke für die Boni. Ah ja. Figurenwechsel? Okay. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um ihr Spiel... Oha, okay. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet. Die andere Figur ist die Partnerfigur. Steuerung der Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber mit Pfeiltasten können sie die Partnerfigur auch selbst... Oh, wie cool! Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm können sie die Partnerfigur Befehle erteilen. Okay. Solo. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team. Der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff. Der Partner greift automatisch an. Inaktiv. Der Partner greift nicht an. Mit E wechseln sie zwischen Solo- und Team-Varianten. Aha. Figuren wechseln. Drücken Sie im Startbildschirm V, um zwischen den Figuren zu wechseln. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in eine bestimmte Situation voranzukommen. Okay. Objekte aus... Okay, das ist jetzt so ein bisschen so zwei Spieler. Okay, cool. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Das heißt, wir können die eine Figur komplett zubilden mit Items. Okay. Das ist jetzt mal ein komplett anderes System. Okay, finde ich interessant. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl Austauschen. Figurenmerkmale Rebecca. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann Kräuter mischen. Schwache Verteidigung. Ja, das stimmt. Wir sind nämlich schon auf Gelb. Schon zweimal auf Gelb gelandet, obwohl wir nur ein-, zweimal gebissen wurden. Das ist schon heftig. Kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Figurenmerkmale Billy. Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen. Kampfstark. Kann große Objekte schieben. Ah, okay. Angriffe auf die Partnerfigur. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben. Zusammenarbeit mit dem Partner. Einige Rätsel können nicht von einer Figur allein gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ihr Partner helfen kann. Oha! Der rennt uns jetzt nach, oder was? Der rennt uns... Ah, okay, wir sind jetzt hier gemeinsam. Guckt mal. Jetzt haben wir hier Partner. Was war nochmal Solo? Verdammt, ich gucke das nochmal an. Akten 1. Was war nochmal Solo? Solo.
Beide Figuren Team. Der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Ja, da machen wir Team, komm. Mach meinen Partner bitte. Ah, ist schon Team. Okay, umschalten. Umschalten? Figurensteuerung. Ach, wir können jetzt Billy spielen. Ach, schaut mal, und der hat das Feuerzeug. Der hat das Feuerzeug, Freunde. Interessant. Okay. Das Feuerzeug scheint leer zu sein. Momentan ist es nutzlos. Ah, ja. Okay. Persönliches Objekt wechseln. Okay. Wow, das ist interessant. Das ist richtig cool, dieses Partnersystem. Aber ich würde trotzdem gerne mit Rebecca erstmal weitermachen. Und wir lassen das mal auf Angriff und Team. So. Das ist ja cool gemacht. Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Der ist tatsächlich unser Partner, ne? Der Verrückte. Ich drücke über die falsche Taste zum Prüfen. Das ist F. So. Emergency. Oh. Oh, da ist eine Leiter. Sie scheint auf Sach zu führen. Können wir hier drinnen noch irgendwas machen? Müssen wir da raus? Das ist jetzt eine... Ah, wir guck mal, jetzt haben wir zwei Pfeile da. Ach, das ist ja echt interessant. Müssen wir da hin? Ich glaube, wir müssten jetzt da hoch, ne? Okay, Billy, dann komm mal mit. Dann gehen wir mal zusammen hoch. Verdammt, ich habe wieder das Falsche gedrückt. Ich scheine auf das zu viel. Ja, dann klettern wir mal hoch, tatsächlich. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann auch mal wieder speichern können. Oh, weia. Okay. Wow! Was für eine Szene, Freunde. Heftig. Okay. Wow, das ist cool. Und was müssen wir jetzt hier genau machen? Ah, guck mal, da ist so Strom. Können wir hier rein vielleicht? Nee. Wartet mal. Können wir hier rein? Im Dach klafft ein Loch. Ist so gefährlich näher heran. Okay. Okay, was haben wir hier? Die Stromkabel wurden herausgezogen. Kabel wieder einstecken. Dann sterben wir doch. Warte mal, dann sterben wir doch. Geh mal zurück, bitte. Ich möchte die Kabel jetzt nicht einstecken. Hallo? Könnt ihr mich mal wieder rauslassen hier? Kannst du mich wieder rauslassen, Billy? Oder muss ich dich jetzt steuern, damit wir hier rauskommen? Nee, das geht auch so. Okay. So, Billy, lass mich hier wieder raus. Ich glaube, wir müssen da erstmal irgendwo den Strom abschalten, oder? Boah, was für eine rasante Szene. Ich würde gerne zumindest erstmal speichern, bevor wir das machen. Weil, wie gesagt, ich bin mir da unschlüssig, ob wir da wirklich weitermachen. So, dann geh bitte hier wieder raus. Rebecca, Leiter runterklettern, ja, bitte. Ich möchte da erstmal noch nichts dran machen. Das ist mir irgendwie zu unsicher, ich weiß auch nicht. Ich möchte gerne erstmal speichern. Ich möchte gerne erstmal speichern, Leute. So, ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Ich muss das noch mir angewöhnen mit dem F und C. Dass das unterschiedliche Tasten sind. Einmal abspeichern und dann machen wir das da oben. Ja, okay. Aber wir haben auch den Speicherpunkt tatsächlich auf der Karte angezeigt. Das finde ich gut. So. Okay. Wenn jetzt hier wieder Zombies sind, ne? Da sind tatsächlich wieder welche. Billy, schieß. Komm, Billy. Billy, kümmere dich um den. Schieß drauf. Oh, cool. Okay, wunderbar. Danke. Oh, du bist eine coole Sau. Der ist weg. Sehr schön. Das ist aber nicht nett, dass die immer wieder kommen.
Also eigentlich nicht, nee. Der Zug, der fährt also. Hä? Der Zug, der fährt? Was ist das hier? Was ist das denn hier? Ah, durchs Fenster sehen die eine kaputte Leiter. Aber die nützt ihnen jetzt nichts. Ah, okay. Und hier rennt wieder ein Zombie rum. Billy, schieß! Okay, wo? Da! Billy, schieß! Oh, das ist cool. Guck mal. Kaputt. Wunderbar. Kommen die jetzt immer wieder oder was ist hier los? Ich möchte gerne einfach abspeichern. Einmal noch abspeichern kurz und dann machen wir noch die Stromgeschichte da oben. Und wenn wir dann kaputt gehen, dann haben wir wenigstens gespeichert, ne? So, das war, glaube ich, hier in dem Raum. Mit der schönen Musik. Oder? Genau richtig, ja. Ah, sehr schön. Schreibmaschine, Daten aufzeichnen. Auch ganz klassisch mit der Schreibmaschine. Ach. Bis jetzt gefällt mir dieses Spiel sehr. Auch wenn ich es, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Ne? Also es ist tatsächlich blind, was ich hier mache. Noch nie gespielt. Rebecca 02 Abteil. Das Ding ist jetzt, um die Aufnahme zu beenden, müsste ich ja theoretisch jedes Mal abspeichern, ne? Gut, aber ich denke, das kriegen wir auch so noch hin. Wenn wir uns jetzt einfach dieses eine Farbband, dieses eine Farbband müssen wir uns aufsparen. Mein Gott, ja, also das wird jetzt tatsächlich ein Spiel ohne Saves für mich. Und das kann heiter werden. Das sage ich euch jetzt schon mal, Freunde. Das kann heiter werden. Okay, dann einfach hier wieder rein. Dann gucken wir jetzt mal nochmal, ob da oben was geht. Und wenn nicht, dann. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Was ist das für ein Riesenzug? Mensch. So. So, dann gehe ich hier rein. Aber der Zug hat doch eben gestanden. Naja, egal. Ist okay, Leute. So, dann hier hoch. Stapfen wir mal wieder da hoch zusammen. Dann bin ich mal gespannt, ob man da was bei den Kabeln machen kann. So. Dann hier, jetzt genau. Da ist eine Leiter. Leiter hochklettern, und jawohl. So. Dann gucken wir erstmal da vorne. So, los, Leute. Da vorne ab, auf zu diesem Stromteil. Nochmal dieser rasanten Szene hier. Das ist so cool gemacht. So. Immer weiter. Richtig realistisch auch, ne? Auch die Grafik. Ich bin voll begeistert von der Grafik. So. Funktioniert das, ohne dass ihr da dabei sterbt? Tatsächlich. Na toll, und überall wieder dieser komische Schleim hier. Aha. Okay. Na gut, Freunde. Dann nimm dir die Muni mit. Dankeschön, hier findet man viel Budi, finde ich gut. Das Dach ist eingestürzt und liegt nun zerschmettert auf dem Boden. Es scheint von einer äußeren Gewalt zerstört worden zu sein. Ja, wo ist denn Billy? Ja, der Billy ist jetzt noch da draußen, ne? Ja, toll. Ja, gut, liebe Leute, da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir jetzt hier noch das Kraut mit. Danke. Und, ich glaube, dann haben wir beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, unsere erste Teamaktion hier zu führen. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Dienstaufzug rufen? Nee, lass erstmal. Genau, Leute. Da würde ich sagen, der Platzregen draußen lässt einfach nicht nach. Mehr haben wir hier nicht. Gut, liebe Leute, da würde ich aber sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzähle es gerne weiter den Kanal. Und ja.
Da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.